reden wir jetzt über Mario Daza, denn dieser Mann hat die Schule geschmissen und war sogar im Knast. Aber wieder draußen hat es Mario innerhalb von 5 Jahren zum Multimillionär geschafft. Ja, sich ändern, sein Leben komplett umschmeißen. Mario hat uns gezeigt, wie das geht. Mario Daza, heute ein erfolgreicher Unternehmer auf dem Weg zum Profiboxer und ein glücklicher Familienvater. Diese kleinen Füße, das ist das, was mehr wert hat als alles andere auf dieser Welt. Für seine Lebensträume hat Mario hart gekämpft. Noch vor 6 Jahren war er pleite und hatte keine Perspektive. Dazu kommen noch 8 Monate U-Haft. Der Grund, Verdacht auf schweren Raubüberfall. Im Gefängnis war es schlimm. Also ich würde mal sagen, jeder, der im Gefängnis war und sagt, er hat nicht geweint, der lügt, weil der Gefängnis, das bricht jeden. Aufgewachsen ist Mario im Münchner Problemviertel Hasenbergel. Geld sorgen der Familie, Gewalt und Kriminalität bestimmen den Alltag des jungen Mannes. Die Mutter bringt ihn und seine Schwester alleine durch. Meine Mutter hat echt hart kämpfen müssen. Wir haben viel Schulden gehabt und alles. Also es war nicht leicht. Also es war wirklich jeden Monat, von Monat zu Monat haben wir überlebt einfach nur sozusagen. Also es ist echt so, dass wir den ganzen Monat 150 Euro zum Essen und Trinken übrig hatten. Sein Führungszeugnis zieren Vorstrafen wegen Verkehrsdelikten und Sachbeschädigung. Einen Schulabschluss hat Mario nicht. Ich war schlecht in der Schule, obwohl ich gar nicht dumm war. Ich war nicht so intelligent. Die Lehrerin hat einmal gesagt, du, dein Sohn ist auf einem Realschullevel, aber er traut sich nicht. Warum nicht? Weil die Menschen immer gesagt haben, du kannst dich ein bisschen versagen oder die Kinder haben Spaß gemacht, du bist doch behindert. Gute Leute in der Schule sind scheiße. Ich habe es mir selber verkackt sozusagen. Die Wende kommt vor 6 Jahren. Mario lernt seine heutige Ehefrau Tanja kennen. Trotz Geldsorgen schweben sie im 7. Himmel. Mario will sich ändern und zieht sich aus seinem schlechten Umfeld zurück. Doch dann der große Schock. Mario muss von heute auf morgen in den Knast. Für Tanja bricht eine Welt zusammen. Und dann hat er mich angerufen und hat gemeint, er muss jetzt ins Gefängnis und die fahren ihn hin. Und er ist aber nicht schuldig, er weiß gar nicht warum. Und ich soll mir bitte keine Sorgen machen. Und ja. Das war für mich dann ziemlich schockierend, ja. Während Tanja an die Unschuld ihres Mannes glaubt, beginnt Mario im Knast umzudenken. Im Knast denkst du schon, was machst du aus deinem Leben? Naja, und dann habe ich gedacht, so, ich bin ja gar nicht so schlecht und wieso kann ich etwas nicht, was andere nicht können? Also habe ich gedacht, okay, jetzt rede ich mir ja nur selber ein, dass ich etwas nicht kann. Also habe ich mir gedacht, okay, ich gehe raus, werde wieder boxen und werde erfolgreich. Ich muss arbeiten, ich muss härter arbeiten wie andere. Ich muss mehr machen, damit ich erfolgreich bin, weil ich halt die Schulausbildung nicht habe und alles. Aber ich gebe nicht auf. Im Gefängnis setzt sich Mario 3 Ziele. Er möchte Millionär, Familienvater und Profiboxer werden. Ziel Nummer 1, Millionär sein. Der Plan, ein Kieswerk kaufen, damit Geld verdienen und in die Immobilienbranche einsteigen. Doch ihm fehlt Geld. Ich hatte ja kein Geld, hatte Schulden. Dann bin ich zur Bank gegangen, habe halt rumgebettelt, aber ich dachte, okay, kriege ich einen Kredit, haben wir gesagt, nein, keine Chance. Mario gibt nicht auf, geht von Bank zu Bank, bekommt eine Abfuhr nach der anderen. Doch dann bei Bank Nummer 12 glaubt plötzlich ein Bankchef an ihn. Er hat zu mir gesagt, ich habe in deinen Augen das Feuer nach Erfolg gesehen. Ich habe gesehen, du willst es unbedingt ums Verrecken. Also ich konnte es nicht glauben und dann hat er mir das Geld gegeben. Dann habe ich das Grundstück gekauft. Ja, und danach ging es schnell. Nach 6 Monaten konnte ich die Schulden plus Zinsen wieder zurückzahlen. Ziel Nummer 1 ist erreicht. Mario verdient mit Kieshandel und Immobiliengeschäften ein Vermögen. Damit kann man Geld verdienen, mit Steinen. Früher haben wir damit rumgeworfen, heutzutage können wir Geld damit verdienen. Aber so ist es halt im Leben. Und ich versuche immer alles in einen Tag zu packen. Deswegen muss ich jetzt ein Heli nehmen, um dann wieder schnell bei meiner Familie zu Hause zu sein. Genau, Ziel Nummer 2 hat sich Mario auch erfüllt. Er und Tanja haben mittlerweile geheiratet und sind glückliche Eltern eines Sohnes. Der Mario ist ein Traumpapa, also er badet mit ihm, der Kleine liebt es, er wickelt ihn, er zieht ihn an und er geht auch mit ihm raus, alleine, also da hatte er noch nie ein Problem mit. Mario hat in seinem Leben fast alles erreicht. Ein Ziel ist noch offen, der Traum vom Profiboxen. Durchs Boxen habe ich gelernt, Disziplin zu haben, arbeitstechnisch oder was ich bin, habe ich durchs Boxen auch mitgelernt. Also da habe ich gelernt, du musst an Sachen dranbleiben, wenn du irgendwas schaffen willst, musst du hartnäckig sein. Wenige Monate später, wir treffen Mario Daza in der Barclaycard Arena in Hamburg wieder. Mario kämpft um den IBO International- und WBO Europameistertitel. Sollte er an diesem Abend gewinnen, steht er in der Profi-Box-Weltrangliste weit oben. Doch sein Gegner Ola Afolabi ist nicht zu unterschätzen. Ja, so leicht wird es nicht. Ist trotzdem noch einer der stärksten der Welt, das darf man nicht vergessen. Ola Afolabi. Du bist Mario Daza. So ist es. Wie Hulk.
Marios Frau Tanja sitzt mit im Publikum. Sie hält es kaum noch aus vor Spannung. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich jetzt, dass es losgeht. Und dann ist es soweit. Mario steht unter höchster Konzentration. Jetzt langsam wandelt sich die Angst in eine Waffe. Ich bin bereit, jetzt reinzugehen, zu kämpfen. Und jetzt fühle ich mich gut und jetzt will ich eigentlich loslegen. Der Kampf beginnt. Mario und Ola liefern sich einen harten Schlagabtausch. Da gibt es aber auch Gas. Jetzt geben sie beide Gas. Dann die Entscheidung. Mario gewinnt und wird neuer WBO-Europameister. Mario Daza! Jetzt, es hat sich alles gelohnt, die Zeit, die harte Zeit, die er trainiert hat, es hat sich einfach alles gelohnt. Ich krieg schon Gänsehaut. Das war für meinen Sohn. Ich freue mich, ihn zu sehen und an den Haaren festzuhalten. Das ist mein schönstes Ding, mein Sohn. Die unglaubliche Geschichte des Mario Daza. Ein Mann, der sich durchs Leben geboxt hat und nun im Glück angekommen zu sein scheint.